Wochen und Monate sind vergangen, seitdem du das letzte Mal ein Buch in der Hand hattest. Doch heute ist der Tag gekommen. Du greifst nach diesem Buch in deinem Regal. Du schmeißt dich auf die Couch und fängst glücklich an zu lesen. Seite für Seite für Seite, bis zum Ende des Kapitels. Doch eine Frage baut sich in dir auf. Wer ist Benjamin in dieser Geschichte? Du stellst beim Zurückblättern fest, dass du keine Ahnung hast, wer Benjamin ist, weil du 15 Seiten gelesen hast, aber nichts davon behalten hast. Vielleicht bist du aber auch jemand, der mit ganz, ganz vielen Zetteln durch die Wohnung läuft oder durchs Haus läuft und versucht, sich auf Teufel komm raus irgendwas ins Hirn einzuprügeln, damit es am Ende, in der Woche, morgen, in 2 Monaten reproduzierbar ist. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen in dieser Videoserie, wo es um effektives, effizientes und vor allem erfolgreiches Lernen geht. Ich möchte dir in dem heutigen Video einmal beschreiben, wie du die 5 Hauptfehler vermeidest, die ich gemacht habe, die dich davon abhalten, wirklich effektiv zu lernen. Dann möchte ich dir einen Ausblick auf die weiteren Videos geben in dieser Serie, wo du nicht nur einerseits lernst, dieses nötige Energiemanagement zu betreiben, dass du auch länger, über einen gewissen Zeitraum, effektiv lernen kannst, sondern auch, wie du zum Beispiel das, was du in Büchern gelesen hast, dir viel, viel besser merken kannst und letzten Endes, wie du viel mehr lernst in kürzerer Zeit. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran, abonniere, damit du die nächsten Videos nicht verpasst, setz auch die Alarmglocke und dann starten wir mit diesem Video. Und ich möchte dir natürlich auch den Beweggrund verraten für dieses Video, denn ich kann mir vorstellen, dass, ähnlich wie ich, viele, viele andere jetzt gerade in diesem Moment zu Hause sitzen, geplagt durch die aktuelle Situation und möglicherweise mit PDFs, Büchern oder irgendwelchen Sheets bombardiert werden. Das heißt, mit ganz viel Wissen bombardiert werden, welches sie dann zusammenfassen müssen und reproduzieren müssen. Sei es für eine Online-Prüfung, sei es für eine Online-Präsentation im Unternehmen oder so wie ich, für ein YouTube-Video oder für eine Coaching-Session in der Gruppe. Wer auch immer du bist, wo auch immer du bist, ich verstehe dich. Ich kann das komplett nachvollziehen. Und für uns ist es schwierig, weil wir in der Schule nie gelernt haben, wie wir lernen, wie wir Informationen adäquat zusammenfassen und entsprechend auch reproduzieren. Nicht nur für diesen einen Moment, für den einen Termin, sondern grundsätzlich fürs Leben. So dass es hängen bleibt, dass wir es auch in 10 Jahren nutzen können und vielleicht noch unseren Kindern oder irgendwann sogar unseren Enkeln erzählen können. Das ist ein sehr großer, krasser Anspruch, aber hey, Ziele muss man haben, oder? Also, kommen wir zum ersten Hauptfehler, den ich in der Vergangenheit immer gemacht habe und ab und zu natürlich, auch weil ich ein Mensch bin, immer noch heute mache, nämlich die fehlende Bedeutung zu sehen. Das bedeutet, es gibt ja etwas, was ich lernen muss. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite das zu Lernende und auf der anderen Seite das Gelernte. Und diese große Lücke, die dazwischen entsteht, nämlich diese 95% an Informationen, die fehlen, die entsprechen der Bedeutungslücke. Bedeutungslücke meint, dass wir Dinge lernen, die uns überhaupt nicht interessieren. Von denen wir glauben, das muss sein, aber was bringt es mir im späteren Leben? Und aus diesem Grunde merkt sich unser Gehirn nicht so viel, wie wir gerne hätten. Und das lässt sich auch sehr, sehr gut mit der Ebbinghaus-Vergessenskurve beschreiben, die ich dir jetzt einmal kurz einblende. Und zwar hat Ebbinghaus mit, einfach einer willkürlichen Reihenfolge von Silben versucht, sich diese einzuprägen, beziehungsweise den Effekt des Vergessens zu messen. Entsprechend hat er sich diese Silben versucht einzuprägen und hat dann geschaut, nach welcher Zeit kann ich mir noch wie viele Silben merken. Und wie du sehen kannst, ist nach einem Tag bereits knapp die Hälfte vergessen worden. Dann nach 2 Tagen schon wahrscheinlich so um die 65%, dann 75%, 85%, 90% und letzten Endes war nach 6 Tagen kaum noch etwas an dem Gemerkten vorhanden. Ebbinghaus hat dann also versucht, an mehreren Tagen das Gelernte zu wiederholen und er hat festgestellt, dass die Vergessenskurve abflachte und entsprechend das Wissen länger erhalten blieb als vorher. Das Problem an dieser Untersuchung ist allerdings, dass dort Dinge gelernt wurden, die jetzt nicht viel Übertrag auf das normale Leben haben und entsprechend da natürlich auch eben der Bedeutungsaspekt fehlt. Aber gerade weil er fehlt, zeigt es, wie schnell wir Dinge vergessen, die uns null Bedeutung schenken, mit denen wir einfach gefühlt keine emotionale Verbundenheit haben. Und das kann sehr gut sein, wenn du möglicherweise Zahlen deines Unternehmens vorstellen musst, wenn du vielleicht für ein Fach in der Uni lernen musst, was dich null interessiert, aber es ist nun mal halt ein sogenanntes Wahlpflichtfach, ja, ein sehr lustiger Begriff. Und so ist entsprechend dann natürlich der Frust groß, wenn wir durch die Gegend laufen, wenn wir uns Karteikarten schreiben, Post-its an die ganze Wand hängen und hinterher feststellen, 95% sind wieder weg. Und wir müssen wieder von vorne anfangen. Und das geht einher mit Hauptfehler Nummer 2, den ich allem voran immer gemacht habe, nämlich ich hatte keine adäquate Technik, um zu lernen. Bedeutet also, dass wir nicht gehirngerecht lernen, sondern wir lernen so, wie wir es irgendwie schon immer gemacht haben. Das heißt, wir arbeiten nach Schema F, nach Gewohnheit, nach Konditionierung oder wir gucken es uns von anderen ab
und haben das Gefühl, naja, wenn jetzt alle Karteikarten schreiben, wenn alle sich Post-its sogar ins Gesicht kleben, dann muss das ja das Richtige sein. Ich sehe hier gerade Lisa, die markiert in 6 verschiedenen Farben, also sollte ich auch markieren. Und wir werden zu Markierungsmonstern. Wir nehmen unsere Bücher, kritzeln sie voll mit Tausenden von Farben. Fun Fact, man hat festgestellt in einer Untersuchung, dass häufig viele Markierungen in einem Buch gesetzt wurden, nicht weil sie relevant für das Thema waren, welches wir gelernt haben, oder weil es uns super, super interessierte, sondern weil es einfach nur schlau klang. Und auch ich habe mich an diesem Punkt erwischt und habe mir gedacht, was für ein Dumbo bist du? Du markierst Dinge, die einfach nur klug klingen, aber die du am Ende sowieso nicht reproduzieren kannst. Und wenn ich heute Bücher aufschlage, dann sind die total vollgekritzelt. Ich kann aber nicht in einer Sekunde wiedergeben, was an diesem Punkt so wichtig war. Teilweise sind da Stellen markiert, wo ich denke, so, und daran merke ich, dass am Ende einfach nichts hängen geblieben ist. Und da lässt sich Punkt Nummer 3 sofort hinten dran hängen, denn wie ich hast auch du möglicherweise schon oft auf Pump gelernt oder irgendwie noch schnell dir irgendwelche Papiere angeeignet, noch irgendwelche Themen angeeignet, um sie morgen auch adäquat wiedergeben zu können. Und dieses auf Pump lernen ist ein ganz, ganz schlechter Ansatz. Denn wir unterscheiden da zwischen einem Erkennen und wirklichem Verstehen. Es gibt also einen Unterschied zwischen dem Aufgenommenen und dem wirklich Verinnerlichten. Das Problem ist mit den Informationen, die wir auf Pump lernen, dass diese weder eine Bedeutung haben, weder reproduziert werden können in der Realität und entsprechend da in keinen Zusammenhang mit unserem Leben gesetzt werden können und daraufhin auch direkt nach der Prüfung wieder verloren gehen. Punkt Nummer 4 ist dann schlechtes Energiemanagement. Ja, durch die fehlende Technik, durch die fehlende Bedeutung verbrauchen wir unendlich viel Zeit. Und dieses Maß an Zeit, welches wir verbrauchen, sorgt dafür, dass wir irgendwann an Energie einbüßen. Heißt also, wir lernen viel später, länger in die Nacht hinein, länger insgesamt. Wir vergessen sogar Pausen oder vernachlässigen sie bewusst, weil wir sagen, ey, in 3 Tagen muss ich das fertig haben, dieses Projekt, die Prüfung, was auch immer. Und dann kommen natürlich sonstige schlechte Gewohnheiten dazu, wie eine schlechte Ernährung, schlechter Schlaf, vielleicht auch zu viel Koffein, weshalb wir dann immer wieder in ein richtig krasses, tiefes Loch fallen. Und das sorgt dafür, dass wir unwahrscheinlich viel vergessen. Und wenn das nicht genug ist, dann kommt Punkt Nummer 5. Denn nicht nur haben wir festgestellt, okay, all das, was ich hier lernen muss, interessiert mich nicht, dann weiß ich eigentlich gar nicht, wie ich lernen soll. Ich habe jetzt alles markiert, grün, gelb, blau, pink. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, was bedeutet. Dann haben wir festgestellt, dass ich jetzt ganz viel in meinem Kopf habe, ich aber eigentlich gar nichts davon verstehe bzw. verinnerlicht habe. Und letzten Endes bin ich jetzt gerade völlig übermüdet und ich hoffe, dass ich irgendwie mit diesen 18 Red Bulls, die ich getrunken habe, die Prüfung überstehe. Und all das zusammengenommen sorgt für Angst. Und das ist Punkt Nummer 5, nämlich durch schlechte Vorbereitung, durch schlechte Planung, durch schlechtes Arbeiten kam die Angst, dass man es nicht schafft. Und diese Angst hemmt einen häufig so weit, dass man dann plötzlich ein Blackout hat. Und damit das nicht passiert, möchte ich dir einen ganz kurzen Ausblick auf die kommende Serie geben. Und damit du diese Serie nicht verpasst, solltest du auf jeden Fall abonnieren und die daneben stehende Glocke aktivieren. Also, worüber werden wir sprechen? Wir werden jetzt diese ganze Abfolge einmal umgekehrt ansprechen, denn in dieser umgekehrten Reihenfolge sorgst du dafür, für die nächste Prüfungsphase, für die nächste Vorbereitungsphase einer Rede, einer Präsentation dafür, dass sie auch wirklich gelingt. Nämlich Punkt Nummer 1, Energiemanagement. Ich werde dir erklären, wie du 4, 5, 6, vielleicht sogar 10 Stunden lernen kannst, wenn du die Vorarbeit leistest. Dann kommt Punkt Nummer 2, nämlich wie du all das, was du gelesen hast oder aufgenommen hast, auch wirklich behältst. Denn in der ersten Phase des Lernens oder des Vorbereitens auf eine Präsentation oder auf ein Coaching oder was auch immer, musst du erstmal Wissen sammeln. Da möchte ich dir einen Weg zeigen, wie du dieses Wissen sortierst und dann entsprechend auch länger für dich behältst. Und dann kommt natürlich der Teil der Zeitersparnis, nämlich wie lernst du unheimlich viel in deutlich kürzerer Zeit? Welche Techniken solltest du anwenden? Wie solltest du überhaupt rangehen an diese ganze Sache? Das erläutere ich dir dann in den kommenden Videos. Ich hoffe, dass du dabei bist. Wenn ja, wenn dir das Thema vor allem gefällt, dann lass mir einen Daumen hoch da, abonniere und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, ciao.